Morgen. Morgen. Hey, was sehen ja nur frische Ensamadas. Ja, aber du wirst lachen. Morgen. Hola. Morgen. Hola. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Eva ist weg. Ich bin in der Werkstatt. Weißt du, wo sie hin ist? Ich weiß nicht, aber ich denke mal nach Deutschland, hä? Ja, tut mir total leid. Was wird jetzt aus ihm ohne Eva? Was hast du vorhin gesagt? Ach so, ja, wegen Caro. Habt ihr die Siegel von dem Großvater gefunden? Nein. Oh, sei froh, dass du gestern mit Martins Diagonal abgezischt bist, bis ich die losgeworden bin. Wieso? Die ist doch nett. Ganz nett bescheuert, meinst du wohl? Was ich sage, was ich tue, sie zerpflückt alles nach psychologischen Verhaltensmustern. Was geht dir das an, ob ich einen Freund habe oder wer mit wem? Also bitte. Nicole, die ist halt ein bisschen neugierig. Unverschämt, meinst du? Nicole, naja, ich habe... Wahrscheinlich kriegt sie selbst keinen ab. Die quietscht ja schon nachts lauter als ihr Bettgestell. Hallo? Oh, ich bin nicht da, ich bin... Morgen. Hi. Hi. Hallo. Hier, frische Ensamadas. Mein Beitrag zur Party. Eine Party? Einen Tag, nachdem Philippe beerdigt worden ist? Das ist ja wohl ziemlich geschmacklos. Hi. Hallo. Wie geht's, Julia? Es wird noch lange dauern, bis sie den Tod von Philippe überwunden hat. Hm. Hey, was willst du? Wir wollten eigentlich nur ganz kurz eine Cola trinken. Aber wenn es dir nicht passt, dann... Ist okay, ist okay. Danke. Danke. Wenn ich an Philippe denke, und ich habe schlechte Laune, nur weil ich keinen Job habe. Was suchst du denn? Zurzeit ist mir das egal, irgendwas. Kennst du das Café am Yachthafen? Die suchen dringend eine Aushilfe. Echt? Hey, da spring ich gleich hin. Wie, jetzt sofort? Ja, wann denn sonst? Kommst du mit? Nee, ich muss ins Büro. Aber ich wünsche dir was. Danke für den Tipp. Ciao. Eva hat sich so plötzlich verabschiedet, ich wusste gar nicht, was ich noch hätte sagen sollen. Glaubst du, dass sie für immer in Deutschland bleibt? Jedenfalls hätte Rolf auf gar keinen Fall erwähnen dürfen, dass Philippe sein Sohn ist. Schon gar nicht in Ricardos Gegenwart. Das ist ihm in der Situation einfach so rausgerutscht. Auf der Beerdigung. Hallo Mama. Hallo Lukas. Hi Kim. Hallo. Sag mal, bist du jetzt unter die Uhrmacher gegangen? Ah, von Stefanie. Ja. Hier ist ihre Uhr? Ich dachte, du bist ihr DJ und nicht ihr Idiot. Stefanie hat sie gestern im Wasser verloren und hat einen ziemlichen Hals danach. Vielleicht kann ich einiges wieder gut machen bei ihr, wenn ich sie repariere. Sag mal, wie viele Gehirnzellen sind bei dir eigentlich draufgegangen bei dem Kuss? Oder stehst du auf sie? Hast du Angst um deine Cousine? Sowas wie dich würde Stefanie sowieso nie nehmen. Mit dir ist sie verwandt und schämt sich nicht mehr dafür. Schließlich willst du nicht heiraten, okay? Hi Ben. Komm. Marc und mich musst du da raushalten. Wir sind die goldene Ausnahme. Aber Nicole kann mir da sicher ein paar nette Geschichten erzählen. Echt? Ich dachte, du hast keinen Freund. Zum Glück nicht. Oh, eine Männerhasserin. Nein, ich brauche nur keine Beziehungsanalyse. Ach komm, damals bei Michael, da hätten dir so ein paar Expertentipps nicht geschadet. Also im Nachhinein kann sowas auch nicht schaden. Als Vorsorge fürs nächste Mal. Ich will ja nicht nochmal mit ihm zusammenkommen. Mann oder Frau sucht sich meistens die gleichen Typen aus. Was war dieser Michael für einer? Das Thema ist für mich erledigt. Ja, er war ein bisschen zu anhänglich.
Er ist Nicole gefolgt wie ihr eigener Schatten. Das ging dann sogar so weit, dass er hier eingestiegen ist. Nicole ist total panisch geworden. Du hast ihn verlassen und er ist durchgedreht? Ach, am Anfang hat er sie sogar noch ein paar Mal rumgekriegt. Michael war total nett. Er tat mir einfach leid. Ach komm. Was Michael in ein paar Wochen hingekriegt hat, das haben andere in ein paar Jahren nicht fertiggebracht. Da bist du kein Einzelfall. Solche Frauen gibt's ohne Ende. Das reicht's aber. Ja, viele machen sich total abhängig von ihren Männern. Die richten ihr Leben nach ihnen, ihren Terminplan, ihre Hobbys, alles. Und vergessen dabei, was sie selber wollen. Das könnte mir nicht passieren. Also, ich bin aus dem Alter raus, wo ich nur über Typen quatschen muss. Hey, vielleicht sollten wir was unternehmen, ne? Wie sieht's aus? Ich bin mit Stephanie verabredet. Tschüss. Viel Spaß. Die hat was gegen mich, oder? Hey. Na, wie ist es gelaufen? Ja, meine erste Schicht fängt gleich an. Du hast den Job? Jo. Cool. Was, neuer Kollege? Ich arbeite jetzt unten im Café am Yachthafen. Also ein Kellner, der bei uns im Hotel wohnt. Ich habe nie erlebt. Viel Spaß. Danke. Nee, du willst hier wohnen bleiben? In der Bonson Suite? Genau. Hör mal, was du hier in der Woche an Miete zahlst, brauche ich im Monat zum Leben. Ich weiß, aber was soll ich machen? Es ist wegen Stefanie, richtig? Wenn ich jetzt abhau, dann hat sie den Triumph auf der ganzen Linie. Und das gönne ich ihr nicht. Naja, es war ziemlich idiotisch, aber irgendwo kann ich dich auch verstehen. Vielleicht kriege ich das ja gewuppt mit dem neuen Job. Na klar, Mann, du hast doch schon mal bewiesen, was du drauf hast. Und wenn du willst, ist es verdammt viel. Danke. Lass dich nie auf ein Gespräch mit dieser Caro ein. Die analysiert einfach alles an dir. Warum bist du so schweigsam, warum... Apropos, du bist schweigsam. Hallo, ist das? Hm? Nee. Ich schau mal kurz hoch zu Julia. Wenn jemand kommt, ruft sie mich dann? Klar. Also, wie heißt er? Ist es das Ernstes? Zeig mir den Mann, für den sich's lohnt, ernst zu werden. Na, zum Beispiel Ben? Wie kommst du denn auf den? Ich hab doch Augen im Kopf. Ist ein toller Typ, oder? Er arbeitet bei mir. Deshalb muss ich mich mit ihm rumschlagen. Ups, ich dachte, ihr versteht euch. Wolltest du nicht einkaufen gehen mit ihm? Nicht, dass du zu spät kommst. Oh ja, du hast recht. Danke, tschüss. Viel Spaß euch beiden. Nicole hat ein Männerproblem, oder? Ach was. Ich meine, du kennst das doch. Man muss ein paar Frösche küssen, bis aus einmal ein Prinz will. Ja, aber als ich sie drauf angesprochen habe, da ist sie richtig krantig geworden. Das ist ein eindeutiges Zeichen für einen Volltreffer. Oder dass du falsch gelegen hast. Dann hätte sie drüber gelacht. Ich glaube, ich habe deine Wunde gebohrt. Du hast auf jeden Fall den falschen Tag bei ihr erwischt. Aber zurück zum Thema. Frauen gehen zu wenig fremd? Also ich finde einfach, dass es Männer einfacher haben. In allen Bereichen. Halb so wild. Du kannst gerne Klamotten von mir haben. Und wo das Bad ist, weißt du ja? Lena Schimmig? Andreas? Ja, klar. Nee, okay, ich komm vorbei. Ja, bis gleich. Ciao. Ich muss dringend noch mal ins Aquarius, aber du kannst gerne hierbleiben. Ist das okay? Okay. Danke. Ciao.